Guten Morgen, Hornets-Fans. Denver spielt gerade vorbei. Es war Nikola Jokic. Triple-Double, brutal. 40 Punkte, 27 Rebounds. Wie viele Rebounds? 27 und 10 Assists. 40 Minuten gespielt. Wir haben alles gegen ihn gestellt, was wir so hatten. Hat nichts gebracht. Die Offense bei Denver, wie die organisiert ist, erinnert gut an Olajuwon-Zeiten. Also Jokic ist echt ein Spieletrainer. Er ist ein Maibaum, er ist eine Dorflinde, er ist Dreh- und Angelpunkt von denen allen. Super Entscheidungen, also die Pässe, wie er die Leute findet, so schnell. Wenn man da denkt an andere lange Leute, wie langsam das die manchmal geschalten haben, so Shawn Bradley und was weiß ich. Ja, da gab es bei den Hornets nicht viel entgegenzusetzen. LaMelo Ball hat gut gespielt. Wie hat er gespielt? 31 Punkte, 4 von 9 von 3, 7 von 7 Freiwürfe. Gut haben die Hornets gespielt, so die letzten 2,5 Minuten mit den Startern noch draußen, so relativ. Da hat LaMelo Ball auch Verantwortung übernommen, ein, zwei coole Drives gemacht, so. So, wenn sie spielen würden, wäre es gut. Ansonsten haben die Hornets halt eher wieder so hanky-panky geplänkelt. Schade drum. Terry Rozier hat auf die Hüfte kaut, wie er mal raus ist, Ball aus dem Ausretten und war dann, ich glaube, Mitte zweites Viertel war er dann draußen. Ab dann hat Coach Clifford den Kelly Oubre auf der 2 gespielt, Hayward auf der 3. Hayward war, okay, 15 Punkte gespielt. Drittbester Scorer war Jalen McDaniels mit 14, nein, Oubre mit 16, ja, mit 35 Minuten. Jo, es ist ganz gut mit Hayward und Ball. Sie spielen sich langsam wieder ein. Also es gibt Extrapässe. Echt gut. Sie müssen jetzt halt noch das Zusammenspielen wieder lernen. Also diese Mannschaft mit dem jungen Basketball-Elvis LaMelo Ball und dem alten Gordon Hayward. Ja. Teambuilding. Vielleicht ist jetzt der West Coast Trip ja eigentlich ganz gut. Also einmal schlafen, jetzt geht's gleich weiter gegen Sacramento, dann die beiden LA-Mannschaften und so. Portland noch dabei. Vielleicht kommt es da irgendwie mal, dass miteinander Karten spielen können oder sowas, dass da die Chemie sich ein bisschen besser baut. Unsere Center waren nicht gut. Einmal haben sie auch den Kai Jones gegen Jokic gestellt. Da hat er kurz gewirkt wie ein Faschings-Dennis Rodman. Also ich weiß nicht, ob der Kai Jones den Dennis Rodman kennt. Kai Jones ist es nicht so. Er picht auf Rebounds, aber wäre schön. Wäre eine Rolle für ihn. Springen kann er ja. Dürr ist er. Schnell ist er. Wenn der da irgendwie Bock drauf hätte, so eine Rolle zu finden, wäre auf jeden Fall gescheiter, dann hätte er wenigstens eine Rolle. Ja, was haben wir noch notiert? Ach, die Denver Nuggets Girls, die hatten so Nikolaus-Bikini an. Die sind ja wahnsinnig hellhäutig, also nicht so braun gebrannt wie unsere Ashley, aber es ist Winter. Es ist auch Winter besonders in Denver, der höchsten Stadt da oben, ja. Ganz natürlich, also warum nicht, aber schon, ja, hat geleuchtet, würde ich sagen. Ashley hatte so ein schwarz-weiß Kleid an, kurz mal gesehen, ja, ganz nett, sonst unsere Crew wenig brauchbare Informationen geliefert, so und wenig Schwänke, ja, aber es ist immer schön, die beiden so zu hören, es ist immer lustig, ja, Schwung. Deswegen kann man sich ja die Hornets-Spiele anschauen. Ansonsten, ja, Jokic kann man anschauen, wie neulich Joel Embiid. Also es ist einfach schön, mal so eine Offense zu sehen, die auch organisiert ist über einen zentralen Dreh- und Angelpunkt, über eine Spinnennetzspinne, über den großen Serben mit den kurzen Haaren. Kelly Oubre hat so ein Bantel dran gehabt, so ein Schweißbantel mit KO12. Könnte man auch mal kaufen für die Kneipe. KO12, naja.
Ish Smith hat mal gesehen, er hat nicht gespielt, er hat sich jetzt am Schluss noch mit dem Cody Martin und den LaMelo Ball kurz unterhalten. Er sitzt jetzt bei denen auch rum. Könnten wir den brauchen? Naja, ist eigentlich genauso wie Theo Maledon. Wenig Akzente, aber sympathisch und ein bisschen Bewegung kurz mal. Aber eben LaMelo Ball 36 Minuten, kaum eine Pause gemacht. Also auf der Guard-Position könnte man auch eine Verstärkung brauchen. Also gerade mit dem unbeständigen Terry Rozier. Wer weiß eben, es gibt ja Ansichten, dass jetzt halt nicht mehr alle von den West Coast Trip zurückkommen nach Charlotte. Respektive Rozier, Hayward, man weiß es nicht. Plumlee ist immer noch im Trade-Gespräch. Nichts Konkretes habe ich nirgends gehört. DeAndre Jordan haben die auch noch, der hat einen Freiwurf mal geworfen, ansonsten einen Rebound geholt, das war's nix, aber DeAndre Jordan gibt's noch, auch noch einer der letzten Spieler mit einem Sechser am Bauch. JT Thor hatte ein bisschen Zeiten, wie viel Zeiten hat er gehabt? 11 Minuten, kam nix bei raus. Ein Rebound, ein Assist, ein Steal, ein Foul, ein Turnover. Kein Punkt. Schade drum, schade drum, schade drum. Er hat Dreier probiert, zwei daneben. Ja, er bräuchte mehr Spielpraxis vielleicht oder mehr Selbstvertrauen oder weiß nicht, vielleicht hätte ich mir mehr erhofft. Auch PJ Washington nützt seine Chance dieses Jahr nach wie vor nicht. Sonst. Wenig zu vermelden. Sacramento, freuen wir uns auf Malik Monk. Vielleicht macht er mal ein paar schöne Dunks. Vielleicht ist er wieder angespornt. Der startet ja auch nicht bei Sacramento. So viel zum Denver-Spiel. Die Hornets können schnell spielen, sie können passen. Sie bräuchten nur mehr Antrieb und mehr inneren Drang, ebenso mehr Notwendigkeit, mehr Ernsthaftigkeit, so mehr Ehrgeiz vielleicht. Man kann aufbauen auf diesem Spiel. Es war knapp die letzte Minute mit den Freiwürfen, sowas, aber Jokic, ein Routinier, da kommen die nicht dagegen an. Der hält den Ball nach oben und wirft dann noch Pässe oder wirft einfach auf den Korb und da haben wir nichts dagegen. Biombo kann man vermissen, ja. Naja. Hey, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Bleibt sauber. Summ, summ, summ.